Ja, Leute, liebe Star Wars Fans, willkommen auf meinen Kanal. Erstmal euch alle einen schönen Sonntag und es kommt wieder ein neues Bauprojekt aus der Star Wars Geschichte. Das will ich euch nochmal zeigen. Der Hydro-Spanner werde ich heute euch mal zeigen, habe ich gemacht. Aber vorneweg möchte ich mich gerne nochmal erstmal noch an allen nochmals herzlich bedanken für alle Geburtstagsgrüße, die am 10.01. stattgefunden haben. Ich war echt überrascht gewesen, das ging nur noch mein Handy war noch am Piepsen, am Tun und Machen. Und möchte mir gerne meine ganzen Facebook-Freunde, weil ich auch dieses Video einmal teilen werde, nochmals in die ganzen Gruppen herzlich bedanken. Ja, gut. Jetzt geht's zu den Hydro-Spanner. Ja, ein Hydro-Spanner ist ein sehr wichtiges Werkzeugmodul auch in der Star Wars-Geschichte. Der wird meistens auch für die Instandsetzung von Hyproraum-Motoren oder Antrieben etc., wie man es nennt, für Reparatur oder wenn man den wieder instand setzen muss, dafür benutzt. Und dann gibt es natürlich in verschiedenen Formen, in verschiedenen Größen. Manchmal gibt es die auch etwas größer oder kleiner. Ich habe jetzt einen kleineren gemacht, erstmal vielleicht für kleine Raumschiffe oder etc. und für ja, kleine Reparaturarten. Weil ich habe ja gesagt, ich werde so ein bisschen ein paar Tools hier reinsetzen in meine ganzen Baugeschichten hier, wie ihr seht. Und dass es nicht nur Lichtschwerter gebaut wird, auch mal solche Requisiten, die man kennt. Es ist halt nur ein Deko, die hat keine Funktion. Es ist einfach, wenn man einen Film machen möchte oder irgendetwas machen möchte, um irgendetwas am was zu reparieren, werde ich euch ja sowas zeigen auf meinem Kanal. So sieht der aus, diesen Hydro-Spanner. Ich werde euch jetzt mal besser mal auf dem Tisch mal zeigen. So kann man das nicht so sehen. Die ganzen Sachen sind hinter mir und dann werde ich euch das mal auf dem Tisch nochmal zeigen. Viel Spaß. Also so sieht der Hydro-Spanner aus. Das sind halt so solche Einstellungsknöpfe, um irgendwie die Spannung einzustellen. Das Teil hier dient um, Moment, das kann ich euch mal zeigen. Das ist so ein Phosphorteil, das leuchtet nachts. Wenn man es mal vielleicht sieht. Aber jetzt sieht ihr das nicht. Es ist anscheinend jetzt ein bisschen zu hell jetzt hier. Auf jeden Fall leuchtet das nachts, weil das ist ein kleines Display. Und da kann man hier einstellen und dann zeigt dann diesen Hydro-Spanner irgendwelche, was man machen muss oder Spannungszahl. Solche Regelungen, wie so ein Dreh- und Schlüssel, so Zahlen sind, wie hoch die Spannung ist beim Hyporom, Generatoren oder etc. Es dient als nur als Deko. Und das sind die Einstellungsknöpfe. Ich habe es so ein bisschen als Deko, finde ich, draufgeklebt. Ja. Auch natürlich schön rot eloxiert. Das war mal vom Modellauto mal irgendwelche Stoßdämpfer, die ich nie mehr brauche. Die habe ich zersägt. Und da waren so Teile, die habe ich dran befestigt. Auch sowas könnt ihr auch mal zwischendurch anbauen. Das ist nur richtig, finde ich, was man machen kann. Hier ist die Spitze, bin ich festgeklebt. Das ist so auf diesen Ansatzschlüssel da vorne für diese für die Hyperraumteile, die man eben etwas reparieren muss. Na, so eine Kante ist das hier. Das war mal ein anderes Werkzeugteil, das habe ich damit eingebaut. Und ihr seht, ja, es gibt so, wenn man im Googlen tut und man will wissen, was das ist, ist nur eine kurze Beschreibung, was das für Teile sind. Man muss sich wirklich die Mühe geben, raussuchen, wofür man die Werkzeuge braucht im Film. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu erklären. Aber viele Star Wars Fans, die jetzt das Video sehen, kennen es auch mittlerweile auch, denke ich mal. Das Material ist aus Edelstahl und ist dann, habe ich wieder mit Eisenschutzlack lackiert. Ne? Wie die ganzen anderen Werkzeugen. Dann noch mit schönem Klarlack besprüht, damit die Farbe fest ist. Jetzt kommt es zu den anderen Werkzeugen, so wie jetzt. So, das war jetzt noch einmal dieses dritte Video von den Werkzeugen, die ich euch hier vorgestellt habe. Einmal diesen Fusionscutter, sogenanntes Schmelzschneider. Dann einmal der Hydro-Schraubenschlüssel, den man kennt, den ich euch vorgestellt habe. Und jetzt diesen Hydro-Spanner. Drei Werkzeugteile aus der Star Wars-Geschichte, die man als Film Requisite nehmen kann für Filmen und es würde auch mit Sicherheit stimmig aussehen, wenn man irgendein Lichtschwert mal in der Mitte liegt und was gerade mal eben
repariert wird. Also so kann man solche Elemente machen im Film, ne? Man sieht, dann legt man vielleicht noch einen Blaster dazu, er oder eine andere Sachen und ja, so ist das. Ja, das war schon vom Video zum Hydrospanner. Wenn euch das kleine Bauprojekt gefallen hat oder das Video oder wie ich euch auch gezeigt habe noch einmal und ihr wollt mehr sehen, abonniert diesen Kanal, wenn ihr möchtet, würde mich riesig freuen. Wenn ihr Kommentare reinschreiben wollt dazu oder Fragen, schreibt rein. Lasst einen Daumen oben, wenn das sein muss. Wenn nicht, dann lasst mir wissen, warum, weshalb ihr einen Daumen nach unten getan habt. Dann sehen wir uns wieder. Bis dann, euer Mike. Und nochmal einen schönen Sonntag und danke für alles. Ciao.